So, hallo, ich begrüße euch zu einer neuen Runde Hyrule Warriors. Und ja, das letzte Mal haben wir die Crocs in der Wüste erledigt. Also wir haben sie nicht erledigt, wir haben sie gesammelt, wir haben die Aufgabe erledigt. Und ich glaube, es gibt, ich habe dann noch nachgeguckt, na, ich glaube, es gibt aktuell nichts. Also legit nichts, was wir noch tun können, außer die zwei Hauptmissionen. Da würde ich sagen, da gehen wir doch direkt mal rein. Fangen wir mit Ost oder Westen an? Wir fangen mit, ich würde sagen, Westen an. Da haben wir den Flugtitan und die Vamedo und Vanaboris. So, wir spielen mit Link und wen kann ich noch auswählen? Neben Impa könnte ich auch... Aber Impa ist aktuell am stärksten von denen, deswegen... ja gut, er ist Stärke 38, aber... Aber hier, ne? Hier. Königliche Beraterin Impa, bereit! Ja genau, so ist es gut. Aber ich werde wahrscheinlich eh mit Link bleiben. Nur falls ich mal zwischendurch, gezwungen bin zu wechseln. Ich weiß ja nicht, wie diese Schlacht ablaufen wird. Ich habe ein bisschen Angst. Wir gucken mal, was passiert. Da sind schon mal zwei neue Mitstreiter dazu gekommen, offenbar. Was war das denn? Oder sind das die zwei? Das sind die zwei eingesperrten in den Titanen. Vielleicht. Sich eine Sequenz, auf der deutlich zu sehen war, wie die vier Titanen unter die Kontrolle der Verheerung Ganon gerieten. Na gut, dass wir die nicht sehen. Man kann es natürlich mit Text machen, dann muss man es nicht animieren. Natürlich. Eine andere Sequenz, offensichtlich aus dem Westen Hyrules, zeigte, wie sich die Titanen Vamedo und Vanaboris auf die Wiederkehr der Verheerung vorbereiteten. Auch diese Sequenz werden wir nicht sehen. Als Zelda und ihre Gefährten jedoch das blaue Licht Vamedos nahe Schloss Hyrule erblickten, vertrauten sie darauf, dass Revali und Urbosa noch immer kämpften und stürzten sich ins Gefecht, um die Recken aus dem Inneren der Titanen zu retten. Müssen wir jetzt wechseln zwischen Innen und Au... Oh, das wäre cool. Ich weiß es nicht, aber das wäre cool. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Oh, dieses Mistding, dieses Mistding. Das sieht nicht gut aus. Ah ja, ich verstehe. Okay. Ja! Wer bist du? Königin Urbosa. Was? Wärst du bereit, an unserer Seite zu kämpfen? Was? Okay, jetzt sind im Moment die zwei anderen nicht da. Was war das denn jetzt? Die kenne ich überhaupt nicht. Holy... Was ist das denn für eine Map? Das ist groß. Rette Urbosa und Revali. Urbosa oder Revali flieht, ist Mission Ende. Ich muss also immer gucken, dass die... oh Gott.
Aber aktuell habe ich die halt noch nicht. So, boah. Ich bin jetzt schon überfordert, habe noch gar nicht angefangen mit der Mission. Erstmal Krox suchen. Ach nee, es ist wieder so finster. Da sieht man immer die Krox nicht so gut. Beeile dich und erreiche Vanaboris. Yo. Okay, das ist... Das ist Vamedo. Alter, wie das aussieht, ne? Okay, komm. Aber ich bin sicher, auch auf dieser Mission gibt es Krox. Also ich werde, solange ich nicht das Gefühl habe, dass hier ein Zeitlimit herrscht, hoffe ich doch, dass ich mich ein bisschen umgucken da. Oh mein Gott. Aber es ist so finster, da ist es so schwierig, Krox zu finden, ne? Da ist es so schwierig, Krox zu finden, aber gut. Ich würde halt möglichst gerne die Krox direkt am Anfang immer gleich leer. Also gleich von, ne? Ist das schon. Das Ding ist, die Map ist jetzt vom Aufbau her zumindest... gibt es keine so große Fläche. Also man müsste eigentlich Krox finden können. Es kann halt nur sein, dass ich irgendwo langlaufe. Oh, die Musik, ne? Also die Story hat halt schon mit diesem Angriff auf Hyrule fühlt sich das Ganze jetzt schon deutlich dramatischer an. Man könnte fast sagen, dass das genau das war, was der Story bisher gefehlt hat. Weil dieses Hin und Her mit den Liga so, das war okay, aber das hat sich nicht wirklich notwendig angefühlt. Aber jetzt hast du halt wirklich so dieses... Ja, es ist alles notwendig, was passiert. Es ist halt eine Schlacht. Mach dich weg. Ey, ich wollte eigentlich die Bomben. Naja. Was soll's. Hat nicht ganz so funktioniert, wie ich das gerne gehabt hätte, aber ist egal. Okay, hier können wir gleich mal eine Bombe reinwerfen. Abflug. Ach, ich hab wieder, bevor wir jetzt sind wir, oh nein, jetzt sind wir in eine große Mission rein und ich hab die Waffen nicht, scheiße, verkauft. Beziehungsweise zum Leveln genutzt. Ach, F. Das heißt, ich hab halt nach der Mission wieder 3 Millionen Waffen, die ich erstmal verkaufen muss. Ja gut, dann ist das halt so. So. Ich würde gerne erstmal jetzt hier in die Ecke gehen, weil da ist halt Schluss mit der Map, ne? Und da könnte Krox sein. Krox oder Truhe oder irgendwas wird hier wohl sein. Weil hier ist die Map, wie gesagt, hier ist Schluss bei der Map. Beeil dich. Ja, ich beeil mich ja. Seht ihr nicht, wie ich mich beeile? Guck mal, da ist schon mal eine Truhe. So. Geld. Geld ist immer gut. Und in der anderen Seite ist nix. Okay, na dann war es zumindest eine Truhe. Ist ja auch was wert. Okay, dann haben wir im Prinzip den Teil ja soweit abgeguckt. Es ist halt dadurch, dass, wie gesagt, dadurch, dass so viel regnet und so, sieht man... Und das, ah, die Blitze zwischendurch. Ich wette, auf die Art und Weise übersehe ich Millionen Krox. Aber man muss wahrscheinlich... Okay... Wir mal hier lang. Wir gehen jetzt erstmal hier lang. Ach, da war ich. Ich meinte natürlich hier lang.
aus! Bisschen erstmal mit Aufräumen helfen. Ordnung muss sein. Ja. Da drüben ist dann der Erste. Aber so wie ich das auf der Karte sehe, komme ich gleich vor ein Tor oder irgendwas, was gesperrt ist. Das heißt, da komme ich aktuell noch nicht durch. Da war eine Maxi-Rübe drin, auch sehr schön. Oh, ich mag die Stimmung. Die Stimmung ist cool, aber nicht cool für Krocksuche. Ach, ist das Tor jetzt doch offen? Ah, nee. Genau, hier ist nämlich, wenn ich hier... Ich finde das dumm, dass man die Karte nicht ranzoomen kann. Oder ich kann es und weiß noch nicht wie. Ich kann es halt nur hier. Ah, genau, da kommt jetzt hier... Genau, da ist dieses Tor, das ist verschlossen. Okay. Gut, aber dann haben wir die ersten beiden Gänge soweit durchgeguckt. Na, dann sind wir jetzt, ach, ich kann es ja so machen. Wir sind jetzt hier gewesen, da. Und dann hier und hier. Wait, wo ist denn Impa gerade? Da drüben ist Impa. Ach, Impa ist in dem anderen Bereich. Okay, das ist schon mal gut zu wissen. Vielleicht muss ich nachher wechseln, weil das Tor sonst nicht aufgeht. Hier ist ein Pfeil. Ah, da kommt man nur runter. Verstehe. Okay, 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 okay. Gut, dann ist jetzt die Frage. Es führt beides, also es führt beides am Ende zum Ziel. Ich gehe erstmal oben lang. Die Musik! Habt ihr es gehört? Da war Revalis Themen mit eingebaut. Es ist so episch. Ey, der Soundtrack ist halt echt großartig gemacht. Das ist das, was so sehr in Hyrule, ach, in Zelda, also halt in Breath of the Wild gefehlt hat. Musik. Musik hat sowas von gefehlt. Ich kann es bis heute nicht nachvollziehen. Dass da so wenig Musik war. Die Musik, die da war, war gut. So, man hört's ja, ne? Revalis Themen, Mifas Themen, das hat sich alles festgesetzt. Aber es war halt innerhalb der einzelnen Abschnitte, war das viel zu wenig vertreten. Okay, ich nehme an, dieses Tor geht erst auf, wenn man wahrscheinlich den ersten Feuermoblin besiegt. Also müssen wir jetzt noch hier lang. Ah, jetzt gehe ich nach oben. Ich verstehe. Und kann dann praktisch hier... Hier wieder runter. Warum auch immer ich das wollen würde, aber hier könnte ich wieder runter. Okay. Oh, da hinten ist, wo ich hin soll. So, hier komme ich her. Was dreht sich denn da? Hä? Hä, irgendwas sah gerade aus, wie wenn sich da irgendein Pilz dreht. Bin ich... Hä? Habe ich irgendwas mit den Augen? Da hat sich doch gerade irgendwas gedreht. Wie so ein Zahnrad, aber es war ein Pilz. Bin ich jetzt komplett dumm? Es war irgendwie, als ich so hingeguckt habe... Irgendwas gedreht. Ich muss... Okay, keine Ahnung, das sah richtig komisch aus. Ja, egal. Hier unten war ich jetzt... Ja, okay, das ist die andere Seite, okay. Ja, ich bin ja unterwegs, Urbosa. Ist hier ein Zeitlimit oder kann ich mich... Ja, vielleicht ist hier doch ein Zeitlimit. Ein indirektes. Und ich weiß es nur nicht. Und gleich sagt das Spiel so, Urbosa wurde besiegt. Was ich nicht so cool fände, aber hey.
Wir haben halt bisher auch keinen Croc gesehen. Vielleicht gibt es ja auch einfach keine Crocs. Das wäre natürlich sehr schön. Dann könnte ich nämlich einfach durch. Dann könnte ich nämlich einfach durch. Aber so muss ich mich halt überall umgucken. Okay, hier muss ich jetzt runter. Nein! Dieser Moment, wenn du die ganze Zeit das A savest und es dann einfach verschwendest. Großartig. Habe ich ganz toll gemacht. So, aber auch der hat jetzt überhaupt kein Interesse. Und jetzt geht dieses Tor auf, ne? Genau, jetzt ist dieses Tor aufgegangen. Jetzt haben wir hier die Verbindung. Bisher nichts, kein einziger Croc. Oh, die Musik! Hört ihr das? Hört ihr das? Wenn ich nicht gerade reinquatsche. Muss fast die Musik. Kann ich die Musik nochmal lauter stellen? Entschuldigung, ich musste gerade. Es musste sein, sorry. Habe ich es jetzt gespeichert? Ja. Die Musik ist viel zu gut. Okay, hier war ich noch nicht. Ach doch, hier war ich auch. Das ist die andere Seite. So, wir haben jetzt hier beides offen. Das heißt, wir haben jetzt den kompletten ersten Teil hier. Das hier haben wir alles. Da war kein Croc. Würde ich behaupten. Also sollten wir jetzt sterben, kann ich hier schneller durch. Also nicht sterben, aber halt, ne, sollte die Mission beendet werden. Weil, keine Ahnung, Urbosa flieht. Habe ich zumindest keine... Ja, ist in Ordnung. Da habe ich zumindest keine Crocs festgestellt, sagen wir es so. Aber das heißt ja nichts. Jetzt gehen wir erstmal hier hoch. Da ist nämlich eh der Nächste, zu dem ich muss. Und da gibt es auch wieder zwei Gänge, die einfach ins Nichts führen. Die sind halt immer super verdächtig, was Crocs angeht. Oder zumindest Truhen. Also irgendwas wird hier sein. Ja, eine Truhe ist hier. Okay. Truhe ist auch in Ordnung. Das heißt zumindest, man ist hier nicht umsonst hingegangen. Rasseln des Entzückens. Das sind neue Rasseln. Ich habe bisher nur gelbe und rote Rasseln für den Typ. Jetzt habe ich rote und blaue, wollte ich sagen. Jetzt habe ich noch eine ganz andere Art von Rassel. Okay, interessant. Moin. So, Abflug. So, das war 2 von 4. Ist hier ein Croc oder irgendwas versteckt? Könnte es ja sein, aber wahrscheinlich eher nicht. Okay, die gehen nicht kaputt. Die gehen kaputt. Aber hier ist auch nichts, was wie ein Croc aussieht. Na gut. Dann die andere Seite noch. Oh, wow. Oh, die andere Seite geht sogar weiter. Ups, ja, aber das ist gut, weil da müssen wir eh da lang. Da müssen wir eh lang, das passt. Das ist in Ordnung. Hey.
Also ich meine, ich finde es gut, dass wir bisher keine Crocs finden. Weil vielleicht gibt es ja auch wirklich keine auf diesen Missionen. Wenn diese Schlachtmissionen ohne Crocs sind, fände ich das ganz cool, weil dann kann man sich wirklich auf die Schlacht konzentrieren. Das würde halt passen. Aber sobald ich den ersten finde, ist diese Hoffnung natürlich vorbei. Oh, ja. So viel dazu. Ich hoffe, ich habe nicht schon andere solche Wände verpasst. Die gibt es ja auch, solche Wände. Ah, shit. Naja. Ich renne jetzt nicht nochmal rum und gucke, ob noch da Wände sind. Aber... Ja, mache ich ja. Aber wir wissen jetzt, es gibt hier Crocs. Das ist ja schon mal was wert. Jawollo. Gerudo Zweihänder, oha. Ey, hier kommen so viele krasse Waffen jetzt wieder dazu, ne? Vielleicht levelt's mit denen sich dann auch leichter und ich kann die besser verwenden zum Leveln. Okay, da muss ich gleich runter. Jetzt noch nicht. Wir gehen erstmal kurz hier weiter. Da! Ich weiß, was es war. Es war so ein umgefallenes Ding. Das hat sich gedreht und dann ist es nämlich verschwunden. Deswegen war es weg. Genau. Deswegen habe ich gedacht, da sehe ich was, was sich dreht. Was wie ein Pilz aussieht. Und dann war es weg. Das war genau sowas. LOL. Und ich dachte so, hä, was ist das? Und ich dachte, ich bin komplett bescheuert, weil es war halt nicht mehr da. Das war einer von... Ups. Das war einer von denen. Es wäre halt schön, wenn man wüsste... es wäre halt schön, wenn man wüsste, wie das Zeitlimit aussieht. Weil wenn ich jetzt hier starte, haben wir doch das gleiche Zeitlimit, ne? Also ich brauche jetzt eigentlich noch gar nicht. Haben wir jetzt den Croc noch? Müsste ja, weil der Croc war ja danach. Ja, den Croc haben wir. Weil, aber das Ding ist, ich habe jetzt das gleiche Zeitlimit. Ich bin in der gleichen Situation. Also wenn ich jetzt nicht schnell genug zu ihr komme, war es das genauso wieder. Ja, das ist jetzt halt bescheuert. Das wird nicht funktionieren. Die sagt mir gleich wieder, sie steigt aus. Ich glaube, die Mission können wir neu starten. Fürchte, die Mission können wir neu starten. Aber mal gucken. Im Moment passiert noch nichts, aber eigentlich hätte das vorhin in der Zeit passieren müssen. Ha. Ah, siehst du? Scheiße. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Ich glaube, ich kann von dem Punkt aus kann ich es knicken. Ich meine, ich kann mal gucken, ob ich das hinkriege, wenn ich möglichst schnell zu dem Feuermoblin komme und den auch noch verprügel und somit die Mission voranschreie. Ach, jetzt! Leute, ich bin komplett blind. Ich bin komplett blind. Ich hätte gerne Zeitanzeige. Guckt mal, was unter der Mission steht. Was da ist. Unter der Mission. Ist so eine kleine Lebensanzeige von so einer Urbosa. Ups. Das könnte ein bisschen ungünstig sein. Ne? Das sieht nämlich sehr... Ich habe die gar nicht wahrgenommen. Gott, bin ich bescheuert. Ja, ich bin komplett bescheuert. Los!
So, aber jetzt ist die Mission durch. Ist jetzt die Lebensanzeige von ihr wieder okay? Nein. Begib dich zu Warner Boris. Wie weit ist der weg? Da hinten. Okay, wir gucken, ob wir das noch schaffen. Ich renne jetzt einfach mal da durch. Hier lang. Halte durch, Urbosa. Ich renne. Ich eile. Ich fliege. Ich muss nur hier durch. Go! Go! Wir können uns später um Crocs in diesem Gebiet kümmern. Nein! Scheiße! Oh, das wird nicht funktionieren. Ah, ich hab nicht drauf geachtet. Da war eine Lebensanzeige. Ich hab die nicht gesehen. Warum bin ich denn so blind? Okay, renn. Renn, Link. Du schaffst es. Hat sie wieder mehr Energie jetzt? Nein, hat sie nicht. Das ist halt die gleiche Ausgangsbasis. Nein, lass mich in Ruhe. Ich komme. Nein, die Energie. Wir sind gleich da. Mach dich weg. Ich bin hier. Nein, ich war doch hier. Okay, wir probieren es einmal noch. Dann starte ich die Mission neu. Ah, verflucht. Ach, verflucht. Los, Wettrennen. Darf mich gar nicht erst mit dem komischen Leunen da hinten beschäftigen. Renn. Renn. Renn, Link. Kürzer wird's nicht. Yes. Nein. Ich muss ihn erst besiegen. Okay, schaffen wir nicht. Ist in Ordnung, schaffen wir nicht. Ist okay. Ist okay. Okay, ich muss mich beeilen. Ja, das war's komplett. Hat man die von Anfang an gesehen, diese Leiste? War ich so... Ja! War komplett blind. Oh mein Gott. Ich hätte gerne eine Zeitanzeige. Oh, ey. Weißt du. Lösch dich einfach, Conan. Wie kann man so blind sein? Wie kann man so blind sein? Nein, 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 nicht darunter. Wo renn ich denn hin? Hier müssen wir hin. Ja, 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 ja. Aber wie kann man denn so blind sein? Also, das ist ja unfassbar. Sehr schön. So. Ah, diese Musik. Großartig. Liebe es. Oh, aber die Truhen muss ich nochmal öffnen, oder? Die werden nicht gespeichert. Ach, scheiße. Aber wir sind jetzt so viel schneller unterwegs. So viel Zeit muss sein. Die eine Truhe wieder zu holen. Wo war die denn? Hier nicht, aber da machen wir erstmal kurz den weg. Geht auch in Ordnung. Machen wir erstmal kurz den weg. Und
Das Gute ist ja, mit jeder Missionsschritt, mit jedem Missionsschritt, den wir schaffen, speichert es ja den Moment. Also auch dann, so wie es vorhin halt die schlechte Situation gespeichert hat, speichert es jetzt ja die gute Situation. Ne? Das ist schon in Ordnung so. Aber ich muss... Ach so! Ah, da kann man nur von einer Seite hin. Ich verstehe. Dann darf ich mich mit dem kleinen Vieh eigentlich gar nicht so abgeben. Das ist dann gar nicht mal so gut. Hier hinten war die Truhe, ne? Ja, hier war die. Ich meine, es sind 300 Rubine. 300 Rubine sind 300 Rubine. Die kann man schon mal mitnehmen. Ach, das Ding habe ich auch komplett vergessen. Das ist sicherlich auch sinnvoll, hier aufzuräumen. Gut, wieder zurück. Ja, diesmal passt es mit Urbosa, ne? Wir wissen jetzt ja, was los ist. Das ist jetzt kein Drama. Ich habe ja nur noch die zwei Moblins vor mir und dann können wir schon direkt zu Dings laufen. Da müssen wir noch den Blitzleunen besiegen. Ja, das passt. Kriegen wir hin. Kein Problem. Gar kein Problem. Ich hätte halt diese Leiste eher sehen. Dass ich die nicht gesehen habe, ist halt wieder typisch, ne? Dass mir sowas immer erst einfällt, wenn es zu spät ist, ist halt, ja. So, das war das. Ich erledige kurz ein paar Gegner, dass ich mein A wieder auflade. Und dann passt die Geschichte. So. Kommen ja noch genug hier. Jetzt muss ich hier hinten lang. Dann können wir gleich den Krog wieder mitnehmen. Ach, geht mir nicht auf die Nerven. Da war wieder der coole Teil der Musik. So. Und dann erledigen wir jetzt den Typen. Und dann haben wir nämlich den Krog gespeichert und die gute Situation. Und dann ist alles cool. Ich meine, sie ist noch gerade mal bei der Hälfte. Also easy. Ich habe nur überhaupt nicht aufgepasst vorher. Das war halt richtig dumm. Also wirklich richtig, richtig dumm. So. Dann können wir jetzt nämlich auch in Ruhe... Ich betone, wir können in Ruhe zu Vanaboris laufen. Wir müssen uns nicht hetzen. Vielleicht kann ich sogar vorher... Ja, komm. Wir gehen vorher kurz mal da runter. Da hört nämlich die Map auf wieder. Dann kann ich mich da auch kurz mal umschauen. Ob hier noch irgendwas Spannendes ist. Weil als ich vorhin hier runtergelaufen bin, war direkt die Mission zu Ende. Was nicht so günstig war.
Jupp, da ist was Spannendes. Perfekt. Und eine Truhe mit noch dazu. Saphir, jawohl. Ja, das passt schon. Also so viel Zeit muss man haben. Ich meine, schaut euch die Leiste an. Das geht in Ordnung. Ich muss ja nur nach hinten laufen und den Leunen besiegen. So, das ist ja alles. Machen wir jetzt auch. Abflug. So, hier haben wir schon gewütet. So ein bisschen. Da ist noch zu. Also geht's wirklich nur da nach hinten. Okay. Dann kann ich mich jetzt auf dem Weg auch noch mal ein bisschen hier umgucken. Alles kein Drama. Wir sind echt schnell wieder hergekommen. Na, wenn man das kennt und weiß, man muss sich woanders nicht sonderlich umgucken, läuft man da ganz fix durch. Aber ich glaube, die Mission werde ich zweiteilen auf dem Kanal. Aber mal schauen, wie weit es geht. Ich meine, ne, von der Karte her haben wir so gut die Hälfte. So, jetzt kommt eigentlich direkt der Blitz, Leute, ne? Ja, jetzt kommt der Blitz, Leute. Ach, ist das so? Wurdet ihr gesichtet, ja? Mensch. Der wäre mir fast nicht aufgefallen, der Blitzleune. Ich nehme mal die Truhe hier erstmal mit. Oh, der hält ein bisschen was aus. Aber dann doch nochmal ein bisschen Zeitknappheit hier. Mal gucken. Eieieiei. Ja, das sieht schon besser aus. Au. Nice. Ja, das passt. Kriegen wir hin. Und, ach, komm schon. Okay, einmal mit dem Gesicht in den Pfeil. Andersrum wollte ich sagen. Ist egal. Das war's. So. Durch ihn komme ich jetzt. Komme ich durch ihn jetzt zu Vana Boris rein? Betreten! Okay, ich gucke mich ganz kurz nach oben. Ist hier ein Krog? Nein. Ja, dann auf in Vana Boris. Unglaublich. Diese Bewegung. Meine Kraft letztlich doch nicht reichen. Nicht.
Dank deiner Hilfe haben wir eine Chance. Jetzt weiß ich, wer das ist. Bin ich bescheuert? Breath of the Wild, ja, natürlich. Sei gegrüßt. Wir haben ja in Breath of the Wild nie mit den anderen zu tun gehabt. Ja, klar. Ah, lol. Okay, das heißt, wir dürfen gegen Ganon's Donnerfluch und Dings hier jeweils auch nochmal kämpfen. Aber wenn wir den jetzt besiegen, dann ändert sich die auch die Geschichte. Denn an sich stirbt ja Urbosa hier in dieser Situation. Oh, heia, weia, hält er viel aus. Und dann machen wir das mit Dings auch nochmal mit Revali, oder wie sehe ich das? Ins Gesicht. Ach, du Schande. Ja, Urbosa ist schon ganz schön angeschlagen. Hätte die mehr Energie, wenn ich schneller gewesen wäre? Wahrscheinlich ja. Okay. Nein! Urbosa, geh da halt weg. Lass mich das machen. Oh nee. Der verprügelt die halt komplett, ne? Alter. Hier, ins Gesicht zurück. Zack. Nice. Da fehlt nicht mehr viel. Nice. Komm schon. Ah, einmal noch gescheit Pfeile setzen. Dann passt das. Yes. Abflug, mein Freund. Oh yeah. Fantastisch. Natürlich. Puh. Damit kommen wir jetzt in die Lüfte mit dem anderen Ding. Und jetzt können wir wieder Urbosa steuern. Ich verstehe. Wait, nee. Was? Die kriege ich auch noch als Charakter? Ach du Schande, dann kriege ich die als Charakter, dann kriege ich den anderen Orni als Charakter. Ja, nee, muss ich jetzt nicht haben gerade. Kann ich Link wieder weiterspielen? Danke. Wait, wo ist denn Link auf einmal? Ach so, da hinten, okay. Eieieiei. So, müssen wir jetzt wieder bei... Ja, habe ich gesehen, dass ich Ryo steuern kann, will ich aber nicht. ZR gedrückt halten. Patricia in Raserei versetzen. Ja, das ist, wenn ich Ryo steuere. Will ich jetzt aber nicht. Ah ja, jetzt geht's mit Revali weiter. Jetzt hat der auch sein Zeitlimit. Oh, nee. Ich kann mich so doch nicht umgucken. Das ist nicht gut. Okay, wo muss ich lang? Also, theoretisch haben wir den ganzen unteren Bereich jetzt abgefrühstückt. Ne? Theoretisch. Mit zwei Crocs. Hier einer. Und hier einer. Also bei Revali gibt es jetzt eigentlich auch nur wieder lange Gänge. Nach hier, hier ist Schluss, hier ist Schluss. Ja, gut, eigentlich kann man es recht gut ablaufen. Ich hoffe, ich habe die Zeit. Wir laufen erstmal in die erste Sackgasse rein. Ja, da gibt es jetzt
Zwei Hinoxe. Ach du Schande. Okay, Revali, halte durch. Das dauert jetzt ein bisschen. Wir müssen erstmal hier rein. Und das Ding ist ja, selbst wenn jetzt Revali wieder zeitlich schwierig wird, dann kann ich es ja nachher wissen, weiß ich ja nachher, dass hier zum Beispiel entweder was ist oder eben nichts ist. Und dann kommen wir auch klar. So, bisher sieht das hier relativ irrelevant aus. Ist hier einfach nichts. Ich muss gestehen, ich sehe hier nichts. Ne? Ich hoffe, ich habe nichts übersehen, aber hier ist aus meiner Sicht ist hier nichts. Auch keine Wand oder so zum Sprengen. Nee, ist okay. Ist okay, wir gehen weiter. Wir ziehen einfach weiter. Als wäre nichts gewesen. Wenn Revali weiter verprügelt wird. So ein Ding ist das. Ah, ich eile. Ja, schon gut, Revali. Ja, ich bin ja unterwegs. Macht euch mal alle weg hier. So, ich muss sowieso den bis zum Ende des Ganges laufen, da ist der erste Gegner, also passt die Geschichte. So, hier sehe ich nichts weiter. Ausgezeichnet. Au. Okay, hier sehe ich auch nichts weiter Spannendes. Mach dich mal weg. Mein Freund. So. Das Ding ist halt, es sind zwei Hinoxe, die wir besiegen müssen, ne, wenn man richtig zugehört hat. Und die können natürlich eine Weile dauern. Ah, da ist schon der erste. Ich glaube, mit dem Feuer-Hinox hatten wir es noch nie zu tun. In Ordnung. Ah, der macht auch nichts anderes als die anderen. Ich treffe ihn nicht. Junge. Jetzt. Zack. Gut, der ist gleich down. Als ob ich jetzt hier mit Riho weiterspiele. Nein, garantiert nicht. Aua, das hat wehgetan. So, das war's. Sehr schön. Die goldene Frage ist aber, wie immer, ist hier noch irgendwas versteckt außer dieser Truhe? Sieht nicht danach aus. Ich hoffe nicht. Das Ding ist ja, selbst wenn wir diese Mission jetzt nicht alle Crocs finden, es wird ja zeitlich nicht besser werden. Also ich muss ja dann trotzdem innerhalb eines Zeitlimits diese Crocs sammeln, selbst wenn ich die nochmal spielen muss, die Mission, ne? Das ist das Ding. Aber gut, so, Karte. Okay, jetzt gibt es einen Weg zu diesem Blitzding, der ist nicht notwendig, also müssen wir den gehen.
Also müssen wir den gehen und wenn er nicht notwendig ist und ich gleich die Zeit verhaue, dann kann ich an der Stelle nochmal starten. Wir müssen jetzt aber erst hier lang. Wir müssen erst hier lang, es hilft nichts. Ah, hier ist wieder so ein Ding. Wieso treffe ich nicht? Was zur Hölle? Wieso ist es nicht kaputt gegangen? Sonst gehen die Dinger immer kaputt, wenn man hier eine Bombe reinknallt. Na bitte, geht doch. Warum ist das gerade nicht passiert? Das habe ich nicht verstanden. Mein Freund. Oh, shit. Hier würde es weitergehen, wenn das Tor schon offen... Nein, das ist nicht gut. Dann bin ich den Weg wirklich komplett umsonst gegangen. Ah. Okay, wir rennen wieder runter. Guck nochmal kurz hier am Rand entlang. Aber da ist alles sehr krogfrei. Sehr, sehr krogfrei. Schade. Zumindest auf die Schnelle sehe ich nichts. Nee, keine Ahnung. Egal. Ah. Ah, super. Ah, super. Ja, 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 ich bin unterwegs. Mein Gutster, ich bin unterwegs. Glaub's mir, auch wenn es nicht so wirkt. Yay, Link hat seine Stufe erhöht. Sehr schön. So, räumen wir erstmal den Typ aus dem Weg. Nice. Sehr nice. Das ging fix. Das ging richtig fix. Perfekt. Das ging richtig fix. So, ab. Okay, so, das war der Weg. Sei gegrüßt. Achso, das ist wieder so, das geht nur von der einen Seite. Ich verstehe. Hey. So. Und jetzt bleibt der Weg zu Vamedo übrig. Gerudo-Lanze. Genau. Ah, ein weißer Leune, okay. Der ist jetzt dann da drüben. Okay, alles klar. Ja, dann müsst ihr den Level trotzdem nicht aufteilen in zwei Parts, weil dann machen wir das jetzt noch zu Ende. Das dürfte jetzt nicht mehr das große Problem sein. Unser Gebiet, weiter. Ja, mach du mal Zelda, ich habe keine Zeit. Hui! Ich bin oben. Ah, es sah aus wie so eine Steinformation. Ich bin
Bin schon ganz hier. Wie sagt man? Egal. Moin. Mal hier, was ich für dich habe. Eine A-Attacke. Ja, toll. Okay. Aber immer schön Pfeile ins Gesicht. Dann kann man direkt wieder draufhauen. Das ist der Way to go. Oder so. Aua. Nice. Und yes. Erster Schmetterangriff. Zack. So kann es weitergehen. Aua. Oh, ich dachte, der trifft nicht. Er hat leider getroffen. Eis. Ah, schade. Knapp daneben ist auch vorbei. Ich mich auch nicht. Ab dafür. Drauf. Immer drauf. Au. Bomb. Ins Gesicht. Yes. Sehe zwar nichts, aber ich treffe ihn. Eis. Ach, komm schon. Revali geht es nicht gut. Aua. Aua. Yes. Sehr gut. Das war wichtig. Ab dafür. Ab dafür. So, dadurch geht jetzt das Tor hier auf. Nehme ich an. Perfekt. Weiter. Okay, hier geht's dann zum Ding hoch. Dann gucke ich noch mal ganz, ganz kurz. Revali, du hast so viel Zeit, hoffe ich. Weil wir haben ja gespeichert. Wenn Revali jetzt drauf geht, starten wir an dieser Stelle wieder. Ne? Ich gehe davon aus, dass wenn ich den Titanen da oben befreie, dass dann die Mission zu Ende ist. Und dann haben wir folgendes Problem. Wir haben hier noch einen Weg, den wir noch nicht angeschaut haben. Versteht ihr? Und den werde ich wahrscheinlich in dieser Mission nicht laufen, wenn ich ihn nicht explizit selber gehe. Und hier muss noch irgendwas sein. Weil nach Vamedo muss Schluss sein. So, das kann ich mir nicht anders vorstellen. So, hier ist jetzt auch offen. Da wären wir auch vorher reingekommen. Na, genau, da waren wir. Das heißt, ich kann jetzt nur noch hier hin. Und hier sind halt noch irgendwelche Sachen versteckt. Ha! Zum Beispiel das da. Und das da. Zwei so nah beieinander ist aber halt auch echt fies, ne? Muss man mal ganz ehrlich sagen. Aber gut. Abflug. Jetzt geht's zum Endkampf. Dieser Stage. Na, aber das war, was ich meinte. Ich musste hier nochmal hin, weil dieser Gang noch nicht besetzt war. Wir haben jetzt 4 Crocs gefunden. Kann es sein, dass die Mission insgesamt 4 Crocs hat? Mehr nicht? Klar kann es sein. Hoffen wir mal, dass es so ist. Ansonsten habe ich halt irgendeine Wand oder sowas übersehen. Keine Ahnung. Ihr merkt ja selbst, wie schnell das hier geht. Hier haben wir alles so ausgeschaut, ne? Hier haben wir alles umgeschaut. Ja, keine Ahnung. Abflug. Vamedo, ich komme... Ah!
Den, wenn ich verpasst hätte, oh, da hätte ich mir jetzt aber ordentlich in den Hintern gebissen. So. Und er kämpft auch. Großer Revali, er gehört euch! Ja, da gibt es voll Sinn, dass die natürlich zu Charakteren werden, die man hier steuern kann. Das ist die Rache! Ganons Windfluch. Reicht das denn immer noch nicht? Tja, und doch scheint sich der Wind zu unseren Gunsten gedreht zu haben. Na sowas. Du bist ganz schön groß, mein Freund. Oh mein Gott. Sicher. Kann ich dir erstmal eine A-Attacke ins Gesicht drücken? Kann ich. Dann drück dir doch gleich noch eine A-Attacke ins Gesicht. Und dann haben wir vielleicht auch gleich die erste... Ah, schade. Knapp daneben. Nice. Perfekt, den ersten Schmetterangriff. Zack! Das läuft. Zum Glück seid ihr so viel schwächer als in Breath of the Wild, ihr Flüche. Ihr seht nur genauso furchtbar aus, aber ihr könnt nichts. Das macht die Sache sehr viel angenehmer. Hier, ab. Ja gut, war, ist halt gerade nicht aufladbar gewesen. Machst du nix? Treffe nicht, Hilfe, was ist das denn? Ah! Jetzt! Ab dafür! Aua. Revali, kannst du dich bitte nicht da jetzt mit einmischen, weil deine Energie gefällt mir halt auch überhaupt nicht. Das ist ähnlich wie bei Urbosa. Oh, nicht schon wieder. Bombe. Zack. In your face. Ja, da fehlt nicht mehr viel. Haben wir. Tschüss. Yes. Gut. Ja, aber damit haben wir die Geschichte jetzt geändert. Nö. Außer... Die Geschichte sagt, sie kommt wieder. Ich bin auf die Crocs gespannt. Ich bin sehr auf die Crocs gespannt. Und klar, damit haben wir jetzt Ryo und Teba freigeschaltet. Ja, es ergibt halt alles Sinn. Dass die spielbare Charaktere sind, ergibt halt Sinn. Ist halt einfach so. Okay, so viel habe ich gar nicht zum Verkaufen. Das geht ja klar. Dann kann einmal der ganze Quatsch weg. Sowas wie ein Ruder kann weg. Mobkeule kann weg. Irgendwelche schwachen Waffen noch. Hier, das da und das da. Und dann müssen wir mal gucken, was die anderen zum Leveln zu bringen. Ne? Ah, Mist Imp hat auch voll. Ist schon sortiert nach Angriff. Na ja, dann weg, weg, weg. Du kannst nicht voll haben, du bist gerade erst neu.
Der Schatzzaumzeug ist wahrscheinlich ihre Hauptwaffe. Ne, Sternenlichtzaumzeug ist wahrscheinlich die Hauptwaffe. Das heißt, mit allem anderen kann ich sie leveln. Ja, und er hat jetzt die Rasseln des Entzückens bekommen. Genau, und das ist die Hauptwaffe. Wusste ich, ne, ich habe bisher, glaube ich, das andere Ding gelevelt. Ich habe noch gar nichts gelevelt bei ihm. Okay. Gut, dass wir noch nicht gelevelt haben, weil dann leveln wir die Rasseln des Entzückens bei ihm. Das passt dann. Einmal hier, weg und das war's. Sehr gut. Armreif der Erleuchtung, ist das auch eine Hauptwaffe? Sieht man jetzt nicht, okay. Ja, nice. Ja, nice. Zuerst einmal möchte ich dir danken. Du warst uns eine große Hilfe. Obosa. Und nun zu Riju, nicht wahr? Ohne dich hätten wir sicher verloren. So viel habe ich gar nicht getan. Wir haben es gemeinsam geschafft. Nun, wir hätten uns auch ohne dich etwas einfallen lassen. Trotzdem gut, dass du dabei warst. Eine ganz neue Seite an unserem Recken. Noch viel wichtiger ist jedoch, Prinzessin, was ist passiert in Schloss Hyrule? Also, hier Zusammenfassung einfügen. Mit Hilfe von Riju und Teba, die urplötzlich im Inneren der Titanen erschienen waren und dort links Truppen verstärkten, gelang es Revali und Urbosa, sich in Sicherheit zu bringen. Da kann man jetzt schon raten, wie das auf dem anderen Schlachtfeld laufen wird. Dann werden dort nämlich ziemlich sicher Sidon. Wobei, nee, stopp. Kann ja nicht sein. Sidon ist ja jetzt noch ein Kind. Das kann ja nicht. Moment. Wie alt ist... Wait. Das hier spielt doch 100 Jahre vor Breath of the Wild. Bringe ich gerade Charaktere durcheinander? Egal, ich denke jetzt mal lieber gar nicht laut weiter, sonst werde ich wahrscheinlich einen totalen Blödsinn erzählen. Wir hören einfach zu. Als sie jedoch vernahmen, wie Zelda ihnen vom Fall von Schloss Hyrule berichtete, begaben sich Revali und Teba erneut ins Innere des Titanen Vamedo, um sich einmal mehr den vom Schloss herannahenden Wächtern zu stellen. Ja gut, das kann immer noch schief gehen, das ist klar. Wait! Die Mission ist noch gar nicht zu Ende? Ja, moin! Dann danke fürs Zuschauen. Nächstes Mal der Vamedo-Kampf. Uff. Ich verstehe. Ja, das zieht sich wohl noch ein bisschen. Und tschüss.